Keanu Staude, dass ihr mit dem Ergebnis heute Abend unglücklich seid. Da muss man, glaube ich, nur in eure Gesichter gucken. Aber deswegen jetzt erstmal die Frage, wie würdest du heute eure spielerische Leistung beurteilen? Wie siehst du euren Auftritt heute? Ja, ich denke, wir haben es in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht, in den ersten 30 Minuten. Es war schwierig, die Osvaldo zu verteidigen. Teilweise haben gut gespielt. Kassieren dann unglücklich das Tor am Ende, was uns, glaube ich, so ein bisschen runterzieht. Und dann kamen wir auch irgendwie auch nicht mehr nach vorne, ich bin nicht mutig genug. Und dann leider keine 3 Punkte, sondern nur 1 Punkt. Vielleicht auch einfach Teil des Prozesses, als Mannschaft zusammenzuwachsen, auch in solchen Phasen, also auch solche Phasen dann zu erleben? Ja, natürlich. Ich denke, es ist wichtig für jeden. Jeder kann aus so einem Spiel lernen. Ich meine, wir sollen uns jetzt nicht runterziehen. Klar ist man jetzt einfach abgefuckt irgendwo, dass man keine 3 Punkte mitnimmt. Weil wir von der Qualität her einfach das hätten schaffen können. Und ja, aber wie gesagt, wir lernen jetzt aus dem Spiel und dann geht es am Wochenende wieder weiter. Denk mal, jetzt gerade kannst du dich da nicht so sehr drüber freuen. Nichtsdestotrotz, wenn man auf deine Leidenszeit blickt, wie lange du mit dem Fußball pausieren musstest und jetzt mehrere Spiele am Stück über weite Strecken gehst, für dich persönlich schön, jetzt wieder so sehr aus dem Vollen schöpfen zu können? Auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, war schon eine lange Leidenszeit. Ich bin froh, dass ich die überwunden habe. Und klar, für mich gibt es nichts Schöneres, hier auf dem Platz zu stehen und Vollgas geben zu können. Ne? Das haben wir schon gesehen, Schott Mainz heute 2:2 gegen Homburg gespielt. Also das wird wahrscheinlich ähnlich eklig. Das heißt, jetzt gilt erstmal regenerieren, um für Samstag wieder frisch zu werden? Ja, richtig, erstmal regenerieren. Klar, es sind nur ein paar Tage Zeit. Aber ich denke, wir werden uns gut vorbereiten auf den Gegner und dann gehen wir wieder Vollgas ins nächste Spiel. Okay, danke schön. Jason Breitenbach, bevor wir mit dir über das Spiel reden wollen, zuallererst, du hast hinten raus nochmal ganz schön was auf die Socken bekommen. Insgesamt ein sehr hartes Spiel. Wie geht's dir nach dem Spiel? Hast du die Blessuren davongetragen? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ein paar Schmerzen, aber jetzt nichts Großes, also geht wieder. Okay, das sind zumindest schon mal gute Nachrichten. Ich glaube, nach dem Abpfiff war euch anzusehen, ihr hättet sehr, sehr gerne diese 3 Punkte gehabt. Wie würdest du denn heute eure Leistung beurteilen insgesamt? Erste Halbzeit haben wir gut Druck gemacht, gut den Ball laufen gelassen, dann das Tor gemacht. Ärgerlich mit dem eigenen Fehler, dass wir den Ausgleich bekommen. Ich glaube, hinten raus haben wir ein bisschen noch gedrückt, aber hat da leider nicht gereicht. Keanu Staude hat auch gesagt, zweiter Durchgang ist euch das nicht mehr so sehr gelungen, bei Rockstadt unter Druck zu setzen. Vielleicht auch einfach Ausdruck dessen, dass ihr noch gerade am Zusammenwachsen seid? Ja, natürlich müssen wir uns noch ein bisschen finden, aber wie gesagt, war auch eine englische Woche, war ein bisschen drüber, aber Fulda hat es auch gut gemacht, eklig verteidigt und dann wird es schwer hinten raus. Auf die wäre ich jetzt nämlich noch gerade zu sprechen gekommen. Es wirkte von außen nach einem sehr nickligen, zwar nicht unfairen, aber sehr, sehr nickligen Spiel, wo es richtig hart in die Zweikämpfe ging. Ja, ich glaube, es ist immer gegen Fulda, es ist immer Feuer drin. So soll es auch sein und war ein gutes Spiel, denke ich, für die Fans. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, vorhin die Fans haben euch aufgemuntert, kann, glaube ich, helfen, vor allem wenn es jetzt so Schlag auf Schlag weitergeht gegen Schott. Auf jeden Fall, hier zu Hause mit den Fans im Rücken ist immer ein großer Vorteil und am Samstag geht es dann weiter. Und bei dir persönlich, jetzt wird wahrscheinlich der erste Fokus darauf gehen, die Beine wieder locker zu bekommen für Samstag. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt morgen, dass wir wieder regenerieren und dann ist voller Fokus auf Schott dann am Samstag. Ja, dann begrüße ich Sie alle zur PK nach dem Spiel Kickers Offenbach gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Endstand 1:1 vor 7011 Zuschauern hier auf dem Weberer Berg. Ich begrüße neben mir Christian Neithardt und Sedat Gören. Hallo, ihr beiden. Und wir fangen gerne an mit dem Statement vom Gästecoach. Sedat, gerne dein Wort zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ich denke, dass wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben, gerade in der ersten Halbzeit bzw. auch in der zweiten Halbzeit, dass wir spielerisch auch hier versucht, Fußball zu spielen. Das ist uns auch gut gelungen. In beiden Halbzeiten kriegen natürlich einen Gegentreffer, wo wir eigentlich im Ballbesitz sind, in der Vorwärtsbewegung sind. Schlägt dann hinten rein zum 0-1, machen es noch das 1-1. Und das hat uns natürlich ein bisschen mehr auch Selbstbewusstsein gegeben in der Kabine. Wir wollten nochmal mit der breiten Brust rausgehen und die zweite Halbzeit dementsprechend genauso angehen wie die erste Halbzeit. Ich denke, dass wir da auch spielerisch überzeugt haben, gut gegen den Ball gearbeitet haben. Vom Chancen her denke ich, dass wir die besseren hatten wie Offenbach. Schade, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Die eine Aktion mit Marius Kühl, wo der Torwart dann im Zentrum angeschossen oder beziehungsweise der Tormann gehalten hat. Dann der Freistoß von Petö nochmal, wo der Torwart von Offenbach super hält. Und dann nochmal eine Aktion, wo Moritz Dittmann dem im Rücken den Ball quer ablegt und Petö überhastet nochmal über das Tor schießt. Ja, da hat mir von Chancen her einen müssen wir schon machen. Ja, wenn du da 2-1 in die Führung gehst hier, kannst du natürlich auch gewisse Kontern reinfahren.
Das ist uns nicht gelungen, aber ich denke, dass wir trotz allem ein sehr gutes Spiel gemacht haben über 90 Minuten. Ist nicht einfach hier, wir wissen es, ja, wir sind auch nicht weit weg von hier, dass der Stadion hier in Hexenkessel ist, Zuschauer im Rücken. Und Offenbach hat dann auch versucht, nach vorne zu spielen, waren strittige Situationen dabei, Kammerentscheidungen, ja, hin und her, kann man diskutieren. Eine Aktion dann mit Kopfball haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, wo der am langen Pfosten noch am vorbeifliegt. Aber ich denke, dass wir mit dem Punkt hier zufrieden sein können, leben können. Wir nehmen es gerne mit. Auswärts ist immer gut, wenn man einen Punkt mitnimmt, gerade gegen so einen starken Gegner, der wieder sich gesammelt hat. Und wir werden uns ab morgen wieder auf Koblenz vorbereiten am Samstag. Wünsche Offenbach viel Erfolg, ja, in den nächsten Wochen. Und wie gesagt, wir sind nicht weit weg, wir gönnen es Offenbach, dass sie sehr erfolgreich hier sind. Und euch dann noch schönen Abend. Danke. Vielen Dank, Sedat Gören. Christian, deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, auch von meiner Seite erstmal guten Abend. Ja, ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit erstmal nicht so gut reingekommen sind, waren einfach zu weit weg und wir sind auch nicht so richtig in diese Zweikämpfe reingekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Gehst trotzdem in Führung, mit einem guten Angriff dann halt auch, mit einer guten Flanke über den zweiten Pfosten auch gut reingelaufen. Und dann kriegst du halt in der 43., glaube ich, ja, zum schlechtesten Zeitpunkt, machen wir dann selber diesen Bock leider. Und ja, da hat man gemerkt, dass dann halt auch wieder so diese Angst so ein bisschen, gerade wenn du den Ball am Fuß hattest, da war. Und da siehst du halt auch gerade in diesen Phasen, dass wir da noch viel, viel Geduld haben müssen, gerade wenn es mit dem Ball geht und spielerische Elemente mit reinzubringen. Ich glaube, Engagement kannst du den Jungs jetzt nicht absprechen, das haben die gemacht, aber in vielen Situationen dann gerade auch zweite Halbzeit ein bisschen fahrig. Ja, und hatten uns heute schon mehr vorgestellt, muss ich schon deutlich sagen. Jetzt haben wir trotzdem die Chance, die englische Woche halt positiv abzuschließen. Und dann musst du halt auch nach Mainz fahren mit breiter Brust und musst gucken, dass du da einen Dreier holst. Und dann schließt du die englische Woche halt auch sehr positiv mit 7 Punkten ab. Aber das ist noch ein Stück Arbeit, es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Ja, die letzte Situation im Spiel, ich glaube, habt ihr alle gesehen, entweder pfeift er das Spiel ab und er lässt den Abschluss nicht mehr zu. Oder er lässt dann die Situation auch laufen oder trifft der Torwart den Ball nicht. Spielt ein Feige dann im Fuß, geht allein aufs Tor zu und dann pfeift er das Spiel ab. Ja, schon interessant, wie man das dann auslegt. Aber am Ende des Tages, denke ich, ist das Unentschieden für beide Mannschaften jetzt auch okay. Irgendwie haben unsere Spiele ja immer, gerade so in der 90. oder auch drüber hinaus, immer noch mal so einen gewissen Reiz und da passiert immer noch mal was. Ich habe auch heute gehofft, dass wir vielleicht noch mal am Ende diesen Lucky Punch setzen. Haben wir leider heute nicht hingekriegt. Ich glaube, das Tor, was gefallen ist, das haben wir dann selber verbockt und von daher musst du mit den Unentschieden heute leben und musst jetzt gucken, dass die Jungs gut regenerieren und dass wir dann am Samstag, ja, in Mainz auch nochmal anders auftreten. Es wird sicherlich kein einfaches Spiel und von daher, Sedat, dir und deiner Mannschaft eine gute Heimreise, alles Gute. Dankeschön. Danke euch beiden für die Statements. Gibt es Fragen von der Presse an die beiden Trainer? Ja, der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Johannes Götze, Torgranate. Zwei Fragen an dich, Sedat. Kevin Hillmann stand am Spielbericht, kurzfristig wieder ausgefallen, alte Verletzungen aufgebrochen und dann die anschließende Frage, Moritz Reinhardt, letzte halbe Stunde Rechtsverteidiger, weil keine Alternativen mehr oder schon auch mal im Training durchprobiert? Ja, beim Kevin war das ja so, der hat vorgestern hat er mittrainiert, war okay, heute wollten wir ihn natürlich von Anfang an spielen lassen. Ging leider nicht, wieder Daumen nach unten. Bei Moritz war das so, dass Gaudermann und Rindi beide gelb gefährdet waren. Das war mir zu heikel auch in der Situation, ja, dass man sie durchspielen lässt. Gerade nach der Halbzeit zwei Bälle diagonal auf Gaudi. Da hat man schon gespürt, ja, dass man die Seite natürlich killen kann oder möchte. Und deswegen haben wir dann sofort reagiert. Mo ist ein Defensivspezialist. Der Junge ist Wahnsinn, was der hier auch für Kilometer für die Mannschaft hinter sich legt. Zweikampfführung überragend, Kopfball stark, ja, taktisch ein
gut ausgebildeter Junge, haben wir die Option gezogen, weil wir auch keine Alternativen auf der Bank hatten, der auch ein gelehrter Rechtsverteidiger ist, haben wir nicht gehabt. Deswegen haben wir diese Option nach hinten gezogen, das hat gut funktioniert. Mit Denno nochmal Geschwindigkeit auf die rechte Seite zu bringen, das hat dann auch gut funktioniert. Aber leider Gottes, wie ich dann erwähnt hatte vorhin, dass wir auch gute Möglichkeiten nicht genutzt haben, um hier wirklich als Sieger vom Platz runterzugehen. Aber wir können damit leben, ist klar. Weitere Fragen? Christian Dünnicher, Offenbach Post. Wenn wir gerade beim Spielbericht sind, auch wenn es nicht spielentscheidend war, zumindest der Bogen, der Presse ausgeteilt wurde, war Johannes Brinkis Kapitän. Dann auf dem Platz war es Ronny Marcos, was hat es damals auf sich gehabt? Und vielleicht anschließend noch eine Frage. Es war in der Vergangenheit, war das öfteren, also nicht jetzt nur diese Saison, sondern auch vergangene Saison teilweise auch schon mal davon die Rede, dass man auch mal mit einem Unentschieden manchmal zufrieden sein muss. Ein Spieler hatte gesagt, wenn er in der 85. Minute auf die Anzeigetafel guckt, 1-1, und spielt es schon so ein bisschen in die Köpfe. Du hast gesagt, du hättest noch auf den Lucky Punch gehofft. Ist das eine Thematik gewesen, wo du auch das Gefühl hattest, so ganz großes Risiko wollte keiner mehr gehen? Ich glaube, dass beide Mannschaften schon probiert haben, das Spiel zu gewinnen. Also ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich damit zufrieden wäre, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Auf deinen ersten Teil der Frage einzugehen, wer die Spielführerbinde hat, kann ich dir ehrlicherweise, Ronny ist schon bei uns, aber ich mache den Spielberichtsbogen nicht und deswegen weiß ich auch, habe ich da auch nicht drauf geguckt und auch nicht drauf geachtet. Das ist jetzt für mich eher zweitrangig. Nee, aber ich glaube, dieser Wille muss einfach da sein. Gerade so verrückt, wie die Saison jetzt gerade gelaufen ist, mit Spielen in der 90. Minute, wie sie sich nochmal verändert haben, musst du einfach diesen Willen haben und diesen Glauben, auch Spiele hinten raus gewinnen zu wollen. Und Spiel ist immer vorbei, wenn er abgepfiffen hat. Und deswegen glaube ich immer dran, und das habe ich auch gegen Frankfurt in dem Heimspiel, und da haben wir uns dann belohnt mit einer guten Aktion. Ja. Eine Nachfrage. Nochmal anschließend, was jetzt auch aufgefallen ist, vier Spiele bislang vom OFC, noch keins zu null. Inwiefern ist das, was einen als Trainer jetzt schon so ein bisschen nervt, oder ist es dann wirklich individuell betrachtet pro Partie? Ich meine, das war jetzt ein individueller Fehler, da gut, der kommt halt blöderweise vor. Ja, also wir waren auch letzte Woche in Hoffenheim ganz nah dran, halt auch, dass die Null steht. Am Ende kann ich da dann sicherlich damit leben, wenn du das Spiel dann 2-1 gewinnst. Heute haben wir das leider dann nicht hingekriegt, dass die Null steht, durch einen eigenen Fehler. Aber auch das sind Dinge, die eine Mannschaft lernen muss, wo du auch als Mannschaft mit klarkommst. Wir werden dann Noel logischerweise weiter aufbauen. Und das ist auch ein Lernprozess, ne? dass er dann halt trotzdem in der zweiten Halbzeit mit breiter Brust spielt, dass er dann auch mutig ist, Bälle zu spielen, und dass du dann nicht ängstlich weiter Fußball spielst. Ich glaube, das ist so der größte Punkt, den du reinkriegen musst. Logischerweise wollen wir gerne Spiele zu null spielen. Dann hast du auf jeden Fall schon mal was in der Hand. Ich glaube, dass wir immer in der Lage sind, auch Tore zu schießen. Und klar, das ist auch ein Prozess. Wenn man jetzt mal so die junge Saison sieht bei uns, dass wir halt auch immer wieder umstellen mussten, halt auch gerade im Defensivbereich, dass wir da nicht immer mit der gleichen Viererkette hätten oder spielen können. Ich glaube, wir haben vier schwere Verletzungen, davon drei Spieler mit Stammspielerpotenzial. Ich glaube, das sollte man nicht wegdiskutieren, und das ist schon so ein Punkt, was uns halt auch ein bisschen wehtut. Gerade jetzt Rossi als Kapitän, der da hinten schon sehr stabil ist, eine Größe hat bei Standards offensiv wie defensiv. Dann heute über das Spiel war Jason Breitenbach angeschlagen, habe ich gedacht, den müssen wir runter. Dann fehlt dir dann auch nochmal Kopfballstärke, wenn du da wechseln musst. Und ja, das sind jetzt im Moment Dinge, wo wir leider durch müssen. Und da werden wir auch gemeinsam durchgehen. Aber ich finde schon, dass wir gerade so, wenn das Spiel mit dem Ball geht, schon noch ein bisschen ruhiger werden müssen. Und ja, aber das wird jetzt auch für viele Spieler ein Prozess sein, weil wir viele Spieler halt auch in unseren Reihen haben, die dieses dominanten Fußball noch nicht gewohnt waren. Man hat es letzte Woche gesehen, wenn wir defensiv verteidigen, wenn wir kompakt stehen, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und hört ihr mir dann halt auch heute so eine Leistung sicherlich auch gewünscht. Aber ich bin jetzt
Ja, ich kann das, glaube ich, sehr gut einschätzen und das ist halt auch für uns Trainer dann jetzt ein Weg, den wir finden müssen mit der Mannschaft gemeinsam und vor allen Dingen müssen wir das spielen, was wir dann auch können und was wir uns dann auch zutrauen. Das ist wichtig und da geht es dann auch gar nicht darum, meine Philosophie irgendwie durchzudrücken, sondern einen Weg erstmal mit der Mannschaft gemeinsam zu finden. Und vor allen Dingen halt auch, ja, die Ausfälle, die wir haben, jetzt nochmal zu kompensieren und nochmal gucken, was bei uns geht. Und da werden wir die Köpfe nochmal zusammenstecken und dann werden wir gestärkt auch aus dieser Situation rausgehen. Final noch, wie fällt das Fazit aus zu den eingewechselten Spielern? In Hoffenheim waren es relativ wenig Wechsel, da kam dann gut verletzungsbedingt, dann kamen Pfeiffer und Garcia, glaube ich, noch. Wie haben sich diesmal die reingekommenen Spieler aus deiner Sicht geschlagen? Ich habe da schon eine Meinung zu, aber das werde ich den Jungs dann morgen in der Kabine nochmal sagen, was ich davon gehalten habe oder was ich mir hätte gewünscht, einen Tick mehr. Logischerweise sind ja auch Wechsel dafür da, um das Spiel nochmal zu verändern und die Hoffnung, dass du dann halt auch nochmal frische Spieler bringst, gerade so in der englischen Woche, das zweite Spiel jetzt. Und es ist ja auch so, dass die Jungs sich anbieten können fürs Wochenende. Ja, das ist das dritte Spiel dann in der englischen Woche und dementsprechend glaube ich schon, dass die Jungs die Qualität haben, auch gerade die wir reingebracht haben. Aber ich weiß halt auch, wenn du selber Spieler warst, ist es nicht mehr so einfach, wenn du kurz vor Schluss oder nur 15 Minuten oder 20 Minuten reinkommst. Ich weiß, dass jeder immer eine große Erwartungshaltung hat, aber leider ist es im Fußball nicht immer so einfach und ich kann das schon sehr gut einschätzen. Aber unterm Strich dürfen wir uns trotzdem mehr erhoffen. So, das soll die letzte Frage gewesen sein. Dann danke ich euch beiden für eure Einschätzungen und Antworten. Sedat, eure Mannschaft eine gute Heimkehr und eine gute Saison. Für uns geht's am 2.9. weiter, komplettiert unsere englische Woche beim TSV Schott Mainz. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle in Vielzahl hier wieder am 9.9. gegen den Balinger SC. Macht's gut und schönen Abend.